erster Hellner. Oh, oh, oh. Türkischer Fußball und die Super League. Die Spannung wächst. Ja, 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 ja. Analysieren, diskutieren. Jede Taktik in der Arena des Mikrofons. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Ja, willkommen zurück hier auf Cast Arena, eurem Fußball-Podcast auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder interessante Nachrichten bei Beşiktaş. Läuft es ja, oder lief es bisher eher nicht so gut. Also man hat sich ja jetzt auch von Trainer Fernando Santos getrennt. Das war, glaube ich, bereits der vierte Trainer in der laufenden Spielzeit. Und jetzt hat interimsweise Serdar Topkapı die Mannschaft übernommen und konnte jetzt auch einen 13-0-Sieg in der Liga einfahren, also einen ganz guten Einstand gefeiert. Und die haben auch so ganz gut gespielt, also war ein verdienter Sieg gegen Trakanagücü. Ja, Beşiktaş muss natürlich auch hier und da die Mannschaft verstärken und da ist jetzt der Spieler Kenny Tite für die Rechtsverteidigerposition gefahren. Er spielt ja aktuell in der englischen Liga Fulham, hat ja oder seine beste Zeit, ja, oder wo er auch bekannter wurde, bei Ajax Amsterdam. Von Ajax Amsterdam wechselte er 2017/18 zu Olympique Lyon und von dort in die englische Liga. Jetzt schauen wir uns mal den Artikel an. Nachdem sich Beşiktaş darauf vorbereitet, sich von Svensson und Ronald Blut zu trennen, ist die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers zu einer dringenden Aufgabe geworden. Kenny Tite steht mit seiner Erfahrung und Robustheit hoch im Kurs. Der 28-jährige Niederländer, dessen Vertrag bei FC Fulham am Saisonende ausläuft, wäre eine kostengünstige und zugleich qualitativ hochwertige Option für die schwarzen Adler. Tites Vertrag bei Fulham läuft in wenigen Monaten aus, was die Verhandlungsposition von Beşiktaş stärkt. Es wird berichtet, dass Tite bereit wäre, einen 3-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, sollte er sich für einen Wechsel zu Beşiktaş entscheiden. Trotz des derzeitigen Vorsprungs von Beşiktaş wird jedoch erwartet, dass Tite auch andere Angebote in Betracht ziehen könnte. Der Spieler hat Interessenten aus ganz Europa, was seine Entscheidung letztendlich beeinflussen könnte. In der laufenden Saison hat Kenny Tite 18 Pflichtspiele für Fulham bestritten und dabei solide Leistungen gezeigt und ein Tor erzielt. Seine Fähigkeit, sowohl in der Defensive stabil zu stehen als auch in der Offensive Akzente zu setzen, macht ihn zu einem wertvollen potenziellen Neuzugang für Beşiktaş. Ausblick und Erwartung. Sollte das Transfer zustande kommen, würde Kenny Tite zweifelsohne eine Schlüsselrolle in der Defensive von Beşiktaş einnehmen. Mit seinen internationalen Erfahrungen und seiner Spielintelligenz könnte er helfen, die Defensive zu stabilisieren und gleichzeitig die Offensive über die rechte Flanke zu beleben. Beşiktaş befindet sich in einer entscheidenden Phase der Transferperiode und die Fans des Vereins werden die Entwicklung sicherlich mit Spannung verfolgen. Kenny Tite könnte genau der Spieler sein, der nicht nur die Abwehr verstärkt, sondern auch frischen Wind in das Spiel der schwarzen Adler bringt. Ob die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden und Tite in der kommenden Saison das Trikot von Beşiktaş tragen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Nebnus oder weiter Artikel. Dann warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Vielen Dank fürs Einschalten.
Und bis zum nächsten Mal. Wie findet ihr diesen Spieler? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.